Truppen stärken wir. Wir nehmen das ein. Pioniere in Bewegung. Gehört so gut wie uns. Rücken vor zum Ziel. So. Schützen hier. Pioniere erwerbt. Bald werden wir Flammenwerfer haben. Ist der Panzer? Hm? Ich hab da noch einen Panzer da. Panzer 4, ich hab auch einen Panzer 4. Brombeer. Ja, den hab ich auch. Ne, ich hab einen mittleren Panzer. Ne, ja, Panzer 4 ist das, genau. Und jetzt gerade spare ich auf den Panzer 5. Die Einheiten sichern unser Territorium. Panzer, nehmen es ein. Nehmen das Ziel ein. Gehört so gut wie uns. Panzer 4, bereit. Wir haben etwas für das Vaterland angenommen. Der Sektor wird uns gehören. Momentan sind unsere Einheiten, ich will nicht sagen dominant, aber doch schon. Ich habe auf meinen 42, auf meinen Panzer 4 gerade auch direkt erstmal eine Lafette drauf, auf eine Lafette gesetzt, 42er drauf gesetzt. Neben dir kommt ein Spähpanzer an. Zu dir. Ja, aber der kann ja nichts. Zum Ziel. Leichter Panzer versucht uns das zu Gebiet ein. Wir nehmen das um jeden. Was will er denn machen? Nee, damit kommt er nicht vorwärts. Das Pioniere erwarten Befehle. Sichern feindlichen Sektor. Wir werden das einnehmen. Wir haben das Ziel befreit. Schnappt sie! Wir holen es uns! Mehr Boden fürs Vaterland! Dieser Panzer muss hier weg, verdammt! Bumm! Sterbt ihr Pissen, ey! Panzer 4 ist in Bewegung! Unterwegs zur Zielposition! Bumm! Ich hab den See versunken, ich bin im Wumm! Und im Arsch! Ups! Bereit! So, eine Pioniereinheit. Ich baue mal hier vorne irgendwo, will ich hin. Das kann ich nicht hier links machen. Schön. Schön eingenommen. So, also meine Seite hier habe ich jetzt erstmal eingenommen. Sollen wir etwas bauen oder hochjagen? Was bauen wir denn hier hin? Wir müssen etwas bauen. Oh, ich kann den nächsten Tank bauen, sehe ich gerade. Bunker ist bereit. Was brauche ich denn? Er greift mich an mit seinem Panzerwagen. Oh, ich schick da meinen Panzer hin. Bumm. Boom im Arsch. Ein Schuss. Ja, die Panzerwagen halten halt nicht viel aus. Das liegt aber auch daran, glaube ich, dass wir ein Ding spielen. Nee, ich glaube nicht, dass daran liegt, dass wir einen einfachen Gegner spielen. Ja, ich glaube schon. Und los geht's. Der Bunker ist jetzt ein Feldlazarett. Sollen wir etwas bauen oder hochjagen? Versucht hier übers Wasser zu kommen, aber das da setze ich mal ein P vorne. Ich denke, das ist auch in deinem Interesse. Vor den Augen am Himmel kann sich der Feind nicht verbergen. Bis Panzer 4 geht in ausrücken und auf Erfrierungen abgeben. Oh, warte mal, da konnte ich ja noch was draufsetzen, sehe ich gerade. Wir sind unterwegs. Was brauchen wir denn? Munition oder Benzin? Benzin! Ja, aber der hat nicht viel. Also wir könnten jetzt, glaube ich, schon reinrennen und werden ihn platt machen. Bin ich mir ziemlich sicher. Kein Plan, ich baue mir jetzt einen Panzer 5. Jawohl, wir sind zu allem bereit. Fertig. So bleibt ja mein Töfte. Ja. Story. Gegenangriffe aufpassen. Rein da. Satan, ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass das so viel Munition gekostet hat. Ja.
Auf dem Weg. Schützt einen Fuß vor den anderen, Kinder. Irgendwie habe ich hier Schnee. Bereit. Also, Kälte meine ich. Gut. Mir nach. Lol, ich habe nur eine kleine Ansammlung an Soldaten, aber ich glaube, wenn ich reinrennen wollen würde... Wenn du wartest, schicke ich ein paar Panzer von meiner Seite aus rein. Ich habe 3 Panzer. Ein paar gute Anti-Tank-Einheiten. Oh. Wo die sind noch nicht wirklich ausgebaut. Da fehlt mir noch Munition. Fehlt mir noch einiges. Soll ich dir helfen, die andere Seite des Wassers auch noch einzunehmen? In Bewegung bleiben, das hält warm. Okay, dann brauche ich nur lieber den. Und den. In Bereitschaft. Plus einen Panzer. Ich hasse es, durch den Schnee zu laufen. Okay. Da lang. Treffen wir uns denn mal. So viel Schnibbel, ein Panzerschreck. Ich bin hier gerade am Kämpfen. Wie süß. Panzer 4 hört. Ja, ich ziehe meine Einheiten gerade rüber zu dir. Ein paar davon. Bombardier gerade eine Infanterieeinheit mit einem Panzer 4 und einem Panzer 5. Oh, ich bin gerade an meinem Einheitenlimit angekommen, bin ich gerade. Panzer 4 bereit. Ich markiere die mal mit Steuerung 1. Okay, da kommst du jetzt. Hast du Infanteristen genug, um alles einzunehmen? Oh, ein Schneesturm zieht auf. Natürlich nicht ganz so lustig. Scheiße, die haben eine Panzerabwehrkanone. Sebi, die Schiebe schießen dich am Wasser hier oben mit der Panzerabwehr. Ja, ja, ist nicht schlimm. Mit einer Infanterie auf einer. Mit einer Panzerabwehr auf Infanterie schießen, das ist lächerlich. Das MG ist scheiße, das könntest du mal eben ausradieren, da ein Stück vorfahren und dann mal. Kannst du so? Ja. Einmal drauf! Hauptsache weg. Okay, so, ich hab hier. Pioniertrupp! Soldaten für eine Feuerstelle. Wir müssen Lukas bereit für Bombenmission. Das verdammte Ofenrohr bereit machen, Wilfried. Wir rücken an die Front vor. Aufklärungsflug erreicht den Zielbereich. Oh, guck mal. Oh, guck mal, wer da kommt. Panzer 4 ist in Bewegung. Die werden lernen, was deutscher Staat anbietet. Oh ja, ihr Bitch. Komm, renn vor meinem Panzer, renn! Ach, guck mal, was ich hier gefunden hab. Da hinten, die Panzerabwehrkanone schrottet meinen Panzer. Ja, ich komme zu in die Richtung. Panzergrenadiere! Der Sektor wird uns gehören. Ausgeschaltet. Ja, ich muss mein Panzer reparieren, ist fast im Arsch. Da haben meine Pioniere erfrieren fast. Du musst ein Lagerfeuer bauen. Hab ich schon. Pioniere zu allem bereit! Achso, um das Lagerfeuer rumsammeln. Habe ich auch jetzt. Ja, wie gesagt, da kommt halt ein Totenkopf und dann sterben die so nach und nach, die fliegen. Wir haben einen Panzerschreck und erweitern unser Gebiet. Das wird ein schöner Tag. Wir nehmen das ein. Reparieren ist erstmal mein Panzer. Aufklärungsflug einsatzbereit. So, zack, den brauche ich. Und dann bauen wir den für die dicken Panzer. Macht nie Spaß. Bauen im Winter macht nie Spaß. Bevölkerungslimit erreichen. Ja, ja, das Problem kenne ich. Ja. Bei unserer Ehre, das gehört uns. Ich wollte noch einen dicken Panzer bauen nach Möglichkeit, aber ich glaube, das geht nicht. Ich habe nur noch 3 Ressourcen frei. Ich hab noch 14 frei. Oh, brauchst du noch ein MG? Hier liegt eins rum. Ich glaube, mein Panzer hat vorhin einen ausgeschaltet. Nicht über das Lagerfeuer fahren! Oh, knapp. Knappe Geschichte. Wir werden das einnehmen. Pioniere! Wir müssen etwas bauen. Wir nehmen das Ziel ein. Sind auf Widerstand. Habe ich Munition? Jo. Fertig. Oh!
Das ist so geil. Oh, ja, sie kämpft gegen mein Territorium. Nee, das finde ich ja nicht so wichtig. Pisa hat schon wieder versucht, sich bei mir in der Nähe im Haus irgendwo einzubunkern. Stimmt, mein eigener großer Panzer hat ja noch gar keinen MD 42. Feindliche Truppen getötet. Was hast du nur für ein Bevölkerungslimit? 100, ne? Ja. Ich glaube, das ist auch das Maximale. Ich glaube nicht, dass man das erweitern kann. Habe ich aber noch nicht ausprobiert, wenn ich bin. Warte mal. Warum wir noch einen Panzerspellwagen? Bunker hinbauen. Bauen im Winter macht nie Spaß. Der Schneesturm ist vorüber. Der Schaden repariert sich nicht von selbst. An die Arbeit. So, erstmal ein paar Antrieb. Tank zu bauen. Mein Panzer brennt noch. Den muss ich jetzt erstmal reparieren. Ey. Oh, kann er so einen Kampfwagen, 2 cm Kampfwagen, kann nur 30. Wir haben einen feindlichen Trupp. Verdammte Scheiße! Die haben uns einen Aufschwung. Oh, der Schütze auf dem Panzer ist offenbar geschützt. Ich heile erstmal meine Einheiten, bevor ich dann vorhaben soll. Tötet sie! Sauerei. Einfach so meine Einheiten angreifen. Ich glaub's hackt. Was sind wir denn hier? In Deutschland. Krieg oder was? Kann ich nie. 16! Alter! Warte mal, kennst du schon das Stuka-Bombardement? Deutsches Gebiet vergrößert. Ach nee, dafür muss man ja was sehen, warte mal. Stuka-Aufklärungsflug unterwegs. Ach, verdammt, und dann habe ich nicht genug Munition. Hätte ich auch erst nachgucken sollen. Panzer 4 hört! Die Panzer führen uns zum Sieg. Wir sollten uns Schneeschuhe machen. Nimm mal den nächsten Punkt an, ne? Mhm. Kannst du deine Einheit mal ein bisschen weiter vorne sammeln? Ich repariere gerade meinen Trupp. Du reparierst gerade? Ja, vor allem der eine Panzer hatte gerade einen Motorschaden. Der hat aber nicht viel, der hat auch nur so Infanteriezeug. Pioniertrupp, das ist ein Abschuss! Oh, ich habe nur einen Infanterieanheit halt zu viel mitgenommen, sehe ich gerade. Ups. Ja, warte mal. Ich könnte ja sowas hier machen. Sowas. Stuka wird das Ziel bombardieren. Wir haben Feindkontakt. Mit zwei Panzer auf Infanteriejagd gehen ist echt ein bisschen assig. Panzer 4 bereit. Sollen wir etwas bauen oder hochjagen? Aber das ist das Geile bei den Deutschen. Die können so richtig geil asoziale Gebäude bauen. Eines der vorderen Gebäude wird angegriffen. Sie kann nicht. Stuka Aufklärungsflugzeug vollgetankt und abflugbereit. Unsere Feinde bereit machen. Wir greifen an. Feind hat uns gesichtet. Abgeschlossen. So, ich hab gleich meine Infanterie zusammen. Wir müssen einen Bunker bauen. Alter, deine Infanterie hat gerade nicht echt Raketenwerfer auf Infanteristen geschossen, oder? Warum nicht? Das ist ein Problem. Das ist ja fast wie bei Benz. Wir nehmen das um jeden Preis ein. Oha. Meine Schützen haben einen Abschuss erzielt. Wir wurden gesichtet. Deutschland hält jetzt den Siegespunkt. Das bauen wir.
Ich schicke dir mal meine Kompanie zu dem Stützpunkt da unten, der da angegriffen wird, ne? Eines der vorderen Gebäude wird angegriffen. Dieser Schwanz hat eine Infanterie kaputt gemacht. Ist mich verarschen oder was? Was hackt? Ich zieh mal meine restlichen Einheiten auch rüber, ne? Auf dem Weg. Wir greifen einen Panzerwagen an. Sammeln wir erstmal. Erstmal gammeln. Du kannst übrigens, glaube ich, auch meine Heileinheiten und diese Respawn-Klamotten nutzen. Warte mal. Der Sack will mir meine Pumpe wegnehmen, während ich. Der Feind versucht, uns unseren Sektor zu entreißen. Panzerabwehrtrupp rückt aus. Ich greife ihn jetzt an. Oh, finde ich ja nicht so lustig. Pissnelken. Feuer! Mies, alter Eisenbahn geschützt. Schön, ich habe einen Kommandobunker aufgebaut für uns. Wolltest du einrücken? Bin dabei. Muss bei diesen Anti-Tank-Dingern musst du ziemlich weit vorrücken, dann können die dich nicht mehr angreifen. Das ist Feierabend. Ich hab gerade übrigens ein Gebäude von einem Eisenbahngeschütz zerlegt. Was? Wo sind meine Einheiten? Jawohl! Er wollte einen Flammen. Los! Panzer hier! Ich hasse es, durch den Schnee zu laufen. Panzer 4 wechselt Einsatzgebiet. Schuss mit dem Scheiß. Los! Pioniertop reparieren! Schnell! Ja, dafür, dass du das nicht so gut kannst, ne, sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich schieße aber mit dem Eisenbahn schon rein, ne? Ja, alles klar. Ich bin jetzt mit allen Panzereinheiten an der Front von mir. Bitte sehr! Wir haben das Ziel befreit. Wir brauchen Schützen! Vorrücken! Das Ofenrohr abfeuern! Hä? Scheiße! Sie schießen auf uns! Beeilung! Was denn? Sind auf dem mein Eisenbahngeschütz rotzt da immer noch rein, kann das sein? Ich kann sagen, kann das sein, dass du mehr als einen Schuss abfeuert, das direkt ziehen? Nein. Wir haben sie verbrannt! Die Panzergrenadiere wurden befördert! Sollen wir etwas ausrücken, Pioniere? Hä? Was das? Sieg! Wir beschenken das Vaterland mit einem Sieg. War jetzt nicht so schwer. Die waren ja auch Computer vielleicht. Ja, die haben auch keine Panzer gebaut. Der hätte uns Hi. Sonst ein bisschen die Laune verderben können.
Hätte der jetzt angefangen mit Panzern rumzubolzen. Nochmal einen Schluck Wasser hier im Tee. Ja, so, da sind wir auch schon wieder durch. Dann gucken wir mal, wer war denn der geilere von uns beiden? Oh ja, nachher waren wir aber... War es gar nicht so viel beschissener als ich. Ja. Ne, wenn du bei Armeewert guckst, also deine Armee war fast gleichwertig mit meiner. Ich habe einen Blackscreen gerade, ich warte noch. So, jetzt... Bei Diagramme, Armeewert. Ja. Da tun wir uns beide nicht sehr viel. Ja. Ungenutzte Ressourcen, oh hoppala. Ja, das war halt, weil wir am Anfang schon so viel hatten. Ja gut, war mal lustig. Können wir auch bei Gelegenheit wiederholen. Ja, mal schauen. Für die Aufnahme reicht's, glaube ich. Also, ich meine von der Länge her war es ja ganz angenehm. Ich glaube, da werden wahrscheinlich 2 Videos etwa raus. Ja, gucken wir mal, ob wir demnächst nochmal zusammen eine Runde zocken. Oder ob ich jemand anders dann mir suche, weil du keinen Bock auf das Spiel hast. Momentan geht's ja. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein zu Company of Heroes 2.